Sonst privat für Musik? Überwiegend elektronisches, Drum, Bass, Goa, Techno, alles Mögliche. Früher viel Rockmusik gehört. Ich finde halt das Handwerk geil. Da ist im Orgelbau wirklich noch viel mit Massivholz oder eigentlich ausschließlich mit Massivholz gearbeitet wird. Dass im Orgelbau auch noch gearbeitet wird wie vor 50 oder 100 Jahren, dass man da wirklich noch die Handarbeit hat. Der Orgelbau ist halt noch Traditionshandwerk, deswegen finde ich den gut. Ich wollte meine Zeit einfach lieber mit einem Job verbringen, der mir Freude macht, der mir Spaß macht, wo ich morgens aufstehe und gerne zur Arbeit gehe. Und das hatte ich in der Informatik nicht gefunden, das war nicht meine Welt. Und ich wollte nur was mit Händen machen, mit den Händen arbeiten, ich wollte was Schaffendes machen, ich wollte mit Holz arbeiten. Und habe mich dann eigentlich für die Schreinerausbildung entschieden. Meistens, wenn die Orgel steht und intoniert wird, bin ich nicht mehr da. Das machen dann die Kollegen, die da das Gehör für haben, die das Gespür für haben, die Musiker unter den Orgelbauern, die kümmern sich dann um den Klang. Aber ich gehe dann gerne auch mal zur Einweihung oder auf ein Orgelkonzert bei den Orgeln, wo ich mit dran gearbeitet habe und höre mir die Orgel dann an.